Brustschmerzen können eine gefährliche als auch eine weniger gefährliche Ursache haben. Aber auf jeden Fall sollte bei Brustschmerzen immer zuerst die gefährlichen abgeklärt werden. Gefährliche Ursachen für den Brustschmerz können sein ein Herzinfarkt, eine Lungenembolie, eine Aortendissektion, das ist ein Riss in der Hauptschlagader, ein sogenannter Spannungspneumothorax, das ist ein Riss im Lungengewebe, wodurch es zu Luftaustritt kommt und die Lunge kollabiert, und ein Riss in der Speiseröhre. Weniger kritischen Ursachen sind zum Beispiel eine Rippenfellentzündung oder eine Entzündung entlang der Rippennerven, welche sich ähnlich anfühlen können wie die gefährlichen Ursachen. Deswegen müssen wir die zuerst abklären.